So jetzt, Lars. Schön. Schön, merkt ihr jetzt, komm. Und nochmal, komm, Drehung. Oh, was ist? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ja. Aber schön gemacht. Maxi kam auch noch gut ran. Das war Pech. Schön. Marcel auf Ono. Ono auf Maxi. Ehrlich jetzt, Maxi. Jawohl, da ist es. Das 6:0 nach super Vorlage vom Ono. In der 5. Spielminute der 2. Halbzeit. Total 35. Minute. 5:0 gegen Post SV. Zweite Mannschaft. Wieder Ono auf Maxi. Maxi jetzt im Solo ganz alleine. Komm, er kann noch gehen. Ah, das wird zu viel. Und nochmal. Und jawohl, da ist es tatsächlich noch mit einem langen Bein. Holt Maxi den rein zum 6:0 in der 37. Spielminute. 6:0 VfL gegen Post SV. Zweite Mannschaft. Das hat geklappt. Genau. Oh, Serkan, herrlich, herrlich. Und schöner Rückpass und Tor. Maxi zum 7:0, Hattrick in wenigen Minuten hier. Das ist immer noch die 37. Spielminute. Herrlich vorbereitet vom Serkan und flankt rein. Maxi ist da. 7:0. So, Serkan auf Lukas. Lukas mit Flanke und wieder Maxi dort. Wow. Knapp. Dritter Eckball hintereinander. Max wird treten. Nochmal. Schönes Ding wieder. Doch, alle verpassen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Geht weiter. So, jetzt der Lars mit der 9 übrigens. Boah, herrliches Ding. Oh, schade, schöner Schuss vom Lars. Knapp vorbei. Wenn er aufs Tor geht, ist er drin. So, Lars, Lars. Ah, schön, weiter geht's. Immer noch Lars. Jetzt macht es, jetzt macht es. Boah, nein, was ein Billard. Und nicht rein, das war Pech. Riesenpech jetzt, aber oh. Mensch, das war der Ibo im Nachschuss. Lars. Lars, immer noch. Jetzt Felix. Schön, da steht Basti. Ah, der Basti. Serkan jetzt, aber der schnell, herrlich. Und Freschlag. Aber gilt noch. Immer noch Ibro. Und jetzt aber Basti. Nein. Auf die Hand und nochmal. Jetzt aber Basti. Das war im dritten Versuch. Zum 8:0 in der 48. Spielminute. Vorlage kann ich gar nicht mehr sagen, hier, nachdem so viele da rumgewuselt haben. 8:0 Basti gegen Post SV, zweite Mannschaft. Mir auch bei der Hakam Ibo. Ah, kommt nicht durch zu Marci. So, jetzt nochmal Basti. Basti heute ganz offensiv. So, jetzt Felix. Schönes Ding, schönes Ding. Ah, hat er aber. Schade, wenn er abprallen lässt, zwei Mann sind da. Lars kämpft. Er kämpft sich den Ball zurück. Oh, der 14er. Oh, nicht schlechter. Oh, Lars immer noch. Jetzt schauen. Schuss. Und jetzt vielleicht. Ah, schade, der Ibo hat kein Glück vorne momentan. So, Eckball. Lars mal wieder. 54 Spielminute. Oh, da ist keiner. Aber doch, Felix jetzt. Oh, und Serkan unterfliegt den Ball. Und Max nochmal. Hammer. Jawohl, der ist gut. Ah, da war noch ein Kopf dazwischen, du. Das ist Pech. Ist alleine herrlich gemacht. Schön gespielt. Und jetzt gesehen. Und Olli jetzt alle Zeit. Nein, er kriegt den Ball nicht richtig getroffen. Macht nur Pike. Macht nur Pike. Felix nochmal. Und jetzt kann er auch fast ein Eigentor, du. Oh. So, Lars auf. Ibo, jetzt, Ibo. Komm, geh noch. Ah, Ibo macht mal einen Haken. Und Schuss. Und. Oh, schade. Wäre ihm zu wünschen gewesen im Ibo. Schade. Der Pass vom Ibo jetzt auf den Basti nochmal. Basti, Basti, mach es. Oh. Ah, schade. So, jetzt Luca nochmal. Luca. Ah, Luki. Geht noch. Ibo. Ibo, Ibo, Ibo. Herrlich. Alle umkurvt er. Und jetzt schön alle Zeit der Welt. Komm. Oh nee, nochmal abgenommen. Und jetzt hau den rein, der Lars. Zum 9:0 in der 57. Spielminute. 3 Minuten 30 sind noch. 9:0 nach schöner Vorarbeit vom. Wer war das? Nee, Lars hat es alleine gemacht. Mal hier gucken. So, jetzt Felix, komm, Felix. Ah, jetzt hast du spitzen müssen. Vorsicht, Jungs, geh weiter. Du musst gehen, weil sonst ist abseits. Ah. So, jetzt Lars nochmal. Lars, jetzt, Lars, komm, geh. Ah, da war ein Bein noch dazwischen, aber Lars immer noch.
Jetzt Adri. Oh. Und nein, das gibt's nicht. Das ist die letzte Spielminute, die Sekunde. Es piept schon. Das sah aber auch abseitsverdächtig, sah es auch aus hier. Aber nochmal Eckball. Wieder Eckball. Felix wird treten. Wir sind in der Nachspielzeit. Wo geht der denn hin? Hier zu Max. Aufpassen auf Abseits hier. Und jetzt Felix nochmal schön gebracht. Schönes Ding jetzt. Nochmal Kopfball auf Serkan. Ah. Und das ist auch der Schlusspfiff. VfL gewinnt gegen PostSV, zweite Mannschaft, mit 9:0 in einem hochüberlegen geführten Spiel. 18. Spieltag für uns, 18. Sieg. Und das müsste die Meisterschaft schon sein. 4 Spieltage vor Ende. Denn die Flügel, ne Quatsch, Flügelräder, wer ist das? Die Fischbacher können gar nicht, können nur noch auf die Punkte kommen, die wir jetzt schon haben. Und der direkte Vergleich zählt ja dann und wir haben 6:0 gewonnen. Also es ist auch theoretisch kaum noch einholbar. Glückwunsch unseren Jungs, die zur Meisterschaft.